Zum zweiten Mal seit dem DFB-Pokalspiel sind Dresdner Fans der Einladung vom TuS Dassendorf gefolgt. Den Tabellenführer im Meisterkampf zu supporten. Teutonia 05 ist nämlich nach dem Sieg am Freitagabend über Bramfeld bis auf 2 Punkte an die TuS herangekommen. Der SV Kurslag 9 Gammel ist zu Gast, der in der Liga nicht allzu gut steht. Tabellenplatz 14 nach der Hinrunde. Das Spiel bietet in den ersten 45 Minuten allerdings wenig Sehenswertes. Beide Teams müssen erstmal aus dem Winterschlaf wieder aufwachen. Gianluca Babuschkin aufmerksam, ehe Maxi Dietrich hier etwas anstellen kann. Das Spiel findet im Mittelfeld statt. Kein Team kann sich hier großartig etwas herausspielen. Wenn schon, dann mal so. 27. Minute. Hamed Muglis aus der zweiten Reihe. Aber Christian Grune, der sich hier beim Aufprall etwas verletzt hat, kann parieren und auch später wieder weiterspielen. Bezeichnend für die erste Halbzeit, die bis dato größte Chance des Spiels. Bekim Karolus verpasst zuerst, Christoph Kurczynski schaufelt den Ball dann in die Wolken. Nach der Pause dann eine kleine Pyroshow seitens der Dresdner. Ob das einen Motivationsschub beim Heimteam auslösen kann? Die Dassendorfer spielen auf jeden Fall engagierter. Strömer, guter Ball auf den einlaufenden Kurczynski, der mit der Hacke auf Dietrich und dann ist der Ball drin. Moritz Kühn ist der Unglücksrabe. 1:0 für Dassendorf nach 61 Minuten. Sven Möller hatte schon gelauert, aber Moritz Kühn kommt ihm zuvor. Ganz viel Pech für den 22-Jährigen. 60 Minuten gut geschlagen gegen den Tabellenführer und dann sowas. Aber anstatt dass der SV jetzt seinen Kopf in den Sand steckt, versucht er hier wieder zurückzukommen. Florian Rogge, aber zu unplatziert. Schlussphase und in der sieht Dassendorf in der 85. Minute eine gelb-rote Karte. Also nochmal 5 Minuten plus Nachspielzeit Überzahlspiel für die Gäste. Der anschließende Freistoß erstmal herausgekurvt, aber Lenz macht ihn nochmal scharf. Amando ausklärt das Ding über den Querbalken. Und so geht's in die Nachspielzeit. Der SV wirft nochmal alles nach vorne. Hoher Ball zunächst geklärt, doch aus, geht nicht richtig hin. Muglis schnappt sich den Ball, legt ab und Vorsicht jetzt! Tor, was für ein Sonntagsschuss! Das ist der Lucky Punch für Kurslag 9 Gammel. Sebastian Spivak lässt sich feiern für diesen Hammer. Trainer und Spieler kommen herbeigelaufen. Der Ausgleich in der letzten Sekunde nicht unverdient. Der SV belohnt sich für einen kämpferischen Einsatz. Die TuS zu ungefährlich heute. So bleibt's beim 1:1. Ein Unentschieden, das sich für das Heimteam wohl eher wie eine Niederlage und für die Gäste wie ein Sieg anfühlt. Yannick Schlufter fasst das Spiel noch einmal in seinen Worten zusammen. Ich denke, das war eine wundervolle Teamleistung von außen als auch vom Spiel. Ich denke mal, mit einem Punkt können wir als Sieger hier rausgehen und auf die nächsten Wochen schauen, positiv. Die TuS jetzt nur noch 2 Punkte vor Teutonia. Sie spüren den Atem des Verfolgers im Nacken. Nächste Woche beim HSV3 mit Trochowski und Co. muss das besser laufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.